Oje, und wir sind wieder in dem Zimmer zurück. Was sollen wir denn hier? Ako. Enter. Und es ist immer noch derselbe Chatraum. Ach, ich lasse die Kamera so. Was soll denn hier? Das ist ein normaler Drucker. Ja, schön. Ich nehme das Telefon mal wieder an mich. Aus dem Fenster kann man nicht gucken. Oh! Anscheinend ist sie beim Sturz zerbrochen. Das geht aber eigentlich gar nicht. Oh, die Marco ist zerbrochen. Oh, auf dem Schild steht Marco. Hä? Was ist das? Ein Drucker. Drucker, 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 Drucker. Na komm, was willst du da? Du hast Anime-Poster erhalten. Ja, von Marco. Marco ist runtergefallen. Marco ist tot. Marco ist tot. Nein! Warum wird es auf einmal so dunkel? Das Gemälde einer Landschaft. Ja, mit einem Eskimo oder einem Schneemann drin. Ich glaube, wir finden hier nichts mehr. Wählen wir mal die anderen. Eine der anderen Nummern. Nehmen wir die nächste in der Liste. 9 9 7 1 1 8 0 2 9. Ja. Hallo. Und wir fangen neu an. Was ein Kack? Okay. 029 Ende. Die Nummer ist böse. Die Nummer ist sowas von böse. Hab ich mich erschrocken? Legt sich's gemütlich auf den Boden, Marco? Was ist das für ein Zimmer? Wie bin ich hierher gekommen? Na komm, beeil dich, Marco. Und nicht ewig. Na komm schon, Marco. Auf
jeden Fall, okay, wir müssen zwischendrin immer mal wieder speichern. Oh Gott. Ich hab mich vielleicht. Die Nummer haben wir wahrscheinlich jetzt nicht. Die Nummern haben wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nach dem Game Over? Ah, ist kein Mobiltelefon. Ja, ich weiß ja, wo man es findet. Nee. Kennwort geschützt. Ja, wir wissen das. Kennwort nicht C. Nicht Kako. Auch nicht Mayo. Auch nicht Mato. Auch nicht Macken. Marco. Haha. Wie schneidet die bitte die Haare? Ui. Hi. Sie toupiert die Haare erstmal, um sie dann abzuschneiden. So eine Friseurin will ich mal sehen. So, und jetzt kommt der Hai wieder. Hi. Und er hinterlässt wieder überall seinen Dreck. Und warum öffnest du die Tür, wenn ich sie zugemacht habe? Nein, warum öffnest du die Tür, wenn sie offen stand? Hä? 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 Das hatten wir ja gerade auch noch nicht gehabt. Wehe, wir sterben jetzt schon wieder. Wehe. Bitte.
Ein Schocker, nein! Ich glaube, man kann sich wirklich transportieren. Ja, gut gemerkt. Aber, oh mein Gott, ich fange gleich an zu heulen. Überall wurde Kaffee verschüttet. Ja, ich heule wegen dem Kaffee. Warte. Speichern wir eben. Bevor wir wieder sterben. Ich will es nicht riskieren. Doppelt hält besser. Also speichern wir noch einmal. Oh mein Gott. Ich werde irgendwann wegen diesem Spiel noch an einem Herzinfarkt. Der Strom hat keinen Sinn, keine Energie. Ich werde irgendwann noch sterben wegen diesem Spiel. Ein enger Anfängerbuch für Biskuitpuppen. Und was ist, wenn wir jetzt die Nummer angeben? 99 7 1 1 8 8 0 2 9. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Anscheinend muss man sein Mobiltelefon zurücklassen. Okay. Ha, Licht ist an. Du hast Hotel Memo erhalten. 369. Aha. Was ist das für eine Nummer? Gute Frage, nächste Frage. Schnell wieder zu. Ich glaube, da hatte der Hotelgast ein meine Gedanken will ich gerade nicht aussprechen. Sadars Memo 3. Tja, das ist eine Überraschung. Mit dem Mobiltelefon kann man sich bewegen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wenn man anruft, gelangt man dahin, wo sich das andere Telefon befindet. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht, wenn ich meine eigene Nummer anrufe. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Aber das wäre wohl zu einfach gewesen. Ja, Sadao. Genauso wie, dass du überall Zettel hinlegst. Und das... Ah! Rätsel lösen. 369 war die... Komm, wir spielen Kofferknacker. Nicht Panzerknacker, sondern Kofferknacker.
Aha. Was ist drin? Am Mobiltelefon? Ja, anscheinend. Aber wir beenden jetzt erstmal die Folge. Das heißt dann, wir sehen uns beim nächsten Mal, ehe wir hier das Hotelzimmer weiter erkunden. Also auf Wiedersehen.